John Paul veröffentlicht mit Scorcher sein 8. Album. Das Tourleben mit seinen 2 Kindern zu vereinbaren, ist schwer, gesteht er. John Paul, 49, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Dancehall-Szene. Mit Songs wie Like Glue 2002 und Temperature 2005 stürmte der gebürtige Jamaikaner die US-amerikanischen und europäischen Charts. Auch mit Stars wie Beyoncé, 40, Rihanna, 34, oder Dua Lipa, 26, hat der 49-Jährige bereits zusammengearbeitet. Nun erscheint am heutigen Freitag, 27. Mai, sein mittlerweile 8. Studioalbum. Scorcher heißt sein neuestes Werk und liefert wie gewohnt Songs für laue Partynächte. Paul selbst geht auch heute noch gerne feiern. Natürlich nicht mehr so oft wie früher, gesteht der zweifache Familienvater. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News spricht der Musiker zudem über seine Kinder, Veränderungen in der Musikbranche und was er an seinen deutschen Fans schätzt. Außerdem verrät der Grammy-Gewinner, mit welcher Sängerin er unbedingt zusammenarbeiten möchte. Ihr neues Album Scorcher ist in ihrem gewohnten Stil gehalten. Sie sind ihrem Sound seit Jahren treu, haben viele Hits gelandet. Wie wichtig sind Ihnen Chartplatzierungen? John Paul? Für mich geht es vor allem darum, dass die Leute die Songs lieben. Ich hatte große Hits, die in meiner Karriere immer noch eine große Rolle spielen. So wie Brief mit Blue Cantrell, der ist zwar in den Charts nicht weit gekommen, aber viele Leute hören ihn immer noch gerne. Deshalb ist er für mich großartig. Es ist gut, immer an der Spitze zu stehen. Aber wenn man es nicht schafft, gibt es immer noch Songs, die die Leute wirklich erreichen, und das ist für mich das Wichtigste. Auf ihrem Album sind einige Stars vertreten, so ist etwa Sängerin Sia zu hören. Zusammen haben sie mit Cheap Thrills 2016 bereits einen Hit gelandet. Wie ist das Wiedersehen verlaufen?